So, willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind kurz vor der Hauptquest. Vor, trifft dich nach Mitternacht. Achso, gut, wir haben es gerade eh nicht Mitternacht, fällt mir gerade auf. Aber egal, kriegen wir schon hin. Schauen wir mal, was hier so passiert. Wir stürmen Duntit. Rechnet mit bewaffnetem Widerstand. Es ist nach Mitternacht, aber... Geralt, gut, dass du hier bist. Bereit, Duntin anzugreifen? Hä? Ja? Du hast offenbar schon einen Plan. Erklärst du ihn mir? Wir haben zwei Ziele. Die Schwester der Herrin finden und die Männer schnappen, die den Vampir erpresst haben. Duntin ist eine schlichte Anlage. Mehrere Gebäude, eine Mauer drumherum. In der Mitte steht der Bergfried, der vor kurzem von Roderick, dem älteren Ritter der Burg, wieder aufgebaut wurde. Wir greifen hier an, durch das Haupttor, und sichern dann den Bereich vor dem Bergfried im Sturmangriff. Wie viele Männer verteidigen Duntin? Weißt du das? Roderick hat einige Ritter zur Verteidigung da. Es ist keine Armee, aber es könnten ein paar Dutzend sein. Außerdem hat Roderick vor kurzem eine Bande fremder Söldner aufgenommen. Aber über die wissen wir wenig. Wir müssen von beiden Seiten zugleich zuschlagen. Du ziehst die Verteidiger auf dich und beschäftigst sie. Ich schleiche mich von hinten rein, suche die Frauen und sorge dafür, dass ihnen nichts passiert. Ich springe über die Mauer, sobald ihr angreift. Dein Plan ist ein großes Risiko für dich. Aber du schaffst das. Gehen wir. Auf einmal so vertrauenswürdig. Also so vertraut mir auf einmal so komisch. Okay. Okay. Zum Basilisk. Okay, müssen wir jetzt gleich selbst noch über die Mauer springen, oder? Komme ich erst hinter der Mauer zum Spieleinsatz? Es geht los. Okay, ich komme vor der Mauer noch zum Spieleinsatz. Schnappen wir uns Rodericks Pferde und hauen ab. Wir kommen nicht weit, wenn die Jungs da vorne nicht durchhalten. Nicht so schnell. Kleine Planänderung. Oh, die sind sogar... mein Level. Wie geil ist das denn? Das ist ja entspannt. Also, die sterben nicht sofort, wenn ich sie anhauche. Sondern ich muss sie noch ein bisschen mehr verbrennen. Als so, jetzt kommen wir zu dir. Was soll das? Er hat einen guten Killer getötet. So, jetzt noch mehr. Roderick hat sie geschickt, um die Pferde zu holen. Sie bewachen sie wohl nicht. Das kann ich nicht zulassen. Schneller, verlade diese Kisten auf den Wagen. So, ich brauche Heilung mit den Kisten. Seid vorsichtig, wenn ihr sie fallen lasst. Da ist jemand. Sie haben die hintere Mauer durchbrochen. Kommt, tötet ihn. Los, los, Jungs! Erledigt den Trottel! Okay. Kannst du mal eben zuschlagen? Danke. Kessel, die Leiche! Mal, oh, schade. Umzingeln und erledigen! Ich wollte sagen, kannst du irgendwann mal verbrennen? Vorwärts! Keine Gnade! Jetzt zu dir. Los, los, Jungs! Er hat scheinbar gemerkt, dass Pfeile nicht viel bringen. Jetzt zu uns beiden. Kessel, die mich knackst du nicht so schnell! Das ist schon Roderick? Ich glaube, Igni ist schon ein bisschen unfair, ne? Na gut. Gnade! Gnade! Ich hab nichts Falsches getan! Naja, du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Die Männer des Zintrias.
Wo sind sie? Ich wusste es. Hätte sie nicht unter mein Dach lassen sollen. Wo ist die Gefangene? Die Frau? Was? Was meinst du damit? Ich weiß nichts von einer Gefangenen. Das muss das Werk meiner Gäste sein. Wo sind sie? Wo sind sie jetzt? Im Bergfried. Sie bereiten ihre Flucht vor. Ist jemand bei Ihnen? Eine Frau namens Sianna? Ja, natürlich. Sie hat mich überredet, sie aufzunehmen. Und jede Menge Ärger gleich dazu. Wo ist sie? Sie packt. Wir wollten zusammen fliehen. Ich, alter Dummkopf, ich hätte alles für sie getan. Wo ist sie? Auch im Bergfried? Ja. Ihre Gemächer sind im Turm. Ganz oben. Am Wilden, soll das heißen, sie ist die Böse? Was wird? Das wird Detlef nicht gefallen. Nicht mein Problem. Ich überlasse dich der Herzogswache. Wenn du bis dahin nicht verblutet bist. Pfui! Mögen dich die Pocken holen! Selbst schuld. Also. Was ist hier los? Stufe 50. Da ist einer! Töte den Scheingeister! Wer ist Kyle? Kann ich bitte mal durch? Sie sind überall! Bandit aus Nazaria. Auch nicht mehr mein Level. Ochse. Anscheinend haben die alle verschiedene Namen. Also, die scheinen irgendwie bedeutsam zu sein. Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihn! Angriff! Detlef nehme ich an. Ich muss in den Bergfried rein. Sie werden bezahlen für alles. Detlef, sei mal nicht so vorschnell. Interessiert mich nicht. Ich muss euch alle zweimal abfackeln, dann ist es gut hier. Die Vampire scheinen ja auch ganz arbeit zu bleiben. Muss ich jetzt alle töten? Ja, geil. Jedes Mal, wenn ich versuche. Ah. Hab das jetzt. Dankeschön. Euch beide hatte ich hier nicht erwartet. Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb... Hexer, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wo ist Rena? Ach, Rena, stimmt. Rena werden jede Menge Fragen beantwortet, das spüre ich. Gut, dann mal los. Ach, stimmt, die eine hieß ja Rena. Ach so, das ist gar nicht Detlefs Freundin. Also, Detlefs Freundin ist Rena und nicht diese sü irgendwas. Oh.
Rena! Bist du verletzt? Haben sie dir... Du kennst mich. Das würde ich nie zulassen. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Sie wollten dich töten, nicht... Irgendwas stimmt da gar nicht. Verzeih mir. Ich habe dich enttäuscht. Irgendwas stimmt da ganz und gar Jetzt nicht. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Wo sollen wir suchen? Weißt du das? Die sind ein und dieselbe Person. Ich habe Roderick getroffen, den Herrn von Duntin. Er sagte mir, wo ich Sianna finde. Sag schon, dann holen wir sie. Die Zeit ist knapp. Er sagte, sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ich wette, das ist der gestohlene Sangreal. Was willst du damit sagen? Hör auf, dich dumm zu stellen. Ich weiß alles. Dass das alles zu deinem Plan gehört. Hexer, was soll das? Tut mir leid, Detlef. Du wurdest reingelegt. Oh. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Geralt zu sagen hat. Oh, 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 oh. Rena ist nicht ihr richtiger Name. Eigentlich heißt sie Sianna. Und Sianna ist die Schwester von Anna Henrietta, der Herzogin von Toussaint. Was für ein Quatsch ist das denn? Sianna wurde als Kind verbannt, aber sie ist vor kurzem zurückgekehrt. Sie lebte auf Duntin und führte von dort aus eine Wandergilde an. Sie schickte einen Mann nach Beauclair, den Zintrier, um Wein für sie zu stehlen, der für die herzogliche Familie bestimmt ist. Der Zintrier hat uns zu ihr geführt. Später habe ich ihn erwischt, als er ein Juwel klaute, das Sianna als Kind von ihrem Vater bekommen hatte. Tut mir leid, Detlef. Sie hat dich benutzt für ihren Plan. Was sagt sie jetzt? Ich bin's, Rena. Glaub ihm nicht. Komm nach Teshamutna und erkläre dich. Wenn nicht, mache ich Beauclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast 3 Tage. Ich warte auf dich. Eieieiei. Er ist einfach weggeflogen? Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Glaubst du, dass er seine Drohung wahr macht? Ja. Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlef nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Du scheinst noch einen letzten Funken Ehre zu besitzen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen haben hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht? Meine Schwester ist hier. Findet sie! Gnädige Herrin, das... Sianna, es stimmt also. Du bist es. Schwester, Liebste, wo bist du da nur reingeraten? So besorgt? Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Du bist verbittert, das verstehe ich.
Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Wir sprechen später darüber. Hauptmann, begleite Sianna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Okay. Hexer, ich danke dir. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Das ist noch nicht vorbei. Roderick von Duntin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Oder ist er schon tot? Roderick wurde hintergangen und benutzt. So wie der Vampir. Steht inzwischen fest, wer seine Geliebte entführt hat? Wir haben herausgefunden, dass Sianna den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Sie ist seine vermisste Geliebte. Sie hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht, damit er auf ihre Wünsche eingeht. Er war ein Werkzeug. Der Plan stammte von Sianna. Sie steckte dahinter. Du irrst dich. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlaff. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nazair erzählt hat? Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist hier sonst noch jemand etwa hier? Ja. Wo ist er jetzt? Er wartet auf Sianna. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Beauclair zerstören. Er wagt es, uns zu drohen? Gnädige Herrin, wir haben 3 Tage, um ihm Sianna zu bringen und... Ich will kein Wort mehr hören! Du hast 3 Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biests. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob man das Spiel auf 2 Arten und Weisen durchspielen kann oder nicht. Meinst du, die gnädige Herzogin hat sich beruhigt? Kaum. Sie vergisst nichts, nimmt nichts zurück. Vor allem keine Drohungen. Tja. Selbst ich muss zugeben, dass Detlaffs Betragen höchst unangemessen war. Verwerflich gar. Bist du nervös? Warum sollte ich? Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Keine Trophäe. Keine neue Spur zum Prahlen und Verfolgen. Ich bin hier bei Reputation, erinnerst du dich? Was soll ich sagen? Das kommt vor. Besonders, wenn sich die fraglichen Monster in Luft auflösen. Und wie reagieren deine Kunden üblicherweise, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst? Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchste erlauchte Herzogin erwartet die Herren. Wir könnten es also mit der gesamten Stadt aufnehmen, deswegen... Edle Herrin, das Volk verlangt nach Strafe für Sianna. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmerin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Sie ist richtig pissig. Zum letzten Mal. Sianna hat viele auf dem Gewissen, das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Uns verbinden eine gemeinsame Kindheit und Blutsbande. Ich lasse nicht zu, dass sie gelyncht wird. Höchst erlauchte Herzogin, ich fürchte, die Massen werden sich erheben und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Sianna befindet sich an einem sicheren Ort und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind.
Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert das wohl noch eine Weile. Wir taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Wo ist er? Wo ist Detlaff? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe seine Spur verloren. Mehr hast du nicht zu sagen? Meinen Respekt, edle Herrin. Ich kann nur die Wahrheit sagen. Ich gehe bisweilen auf Fuchsjagd. Wisst ihr, wie das funktioniert? Der herzogliche Weidmann lässt die Hunde los. Sie nehmen die Fährte des Fuchses auf, stellen ihn und führen die Jagdgesellschaft hin. Alles binnen einer Stunde. Du, Hexer, hattest eine Woche. Dazu die Hilfe meiner besten Ritter. Doch gestellt hast du rein gar nichts. Ich glaube, meine Hunde hätten sich klüger angestellt. Dann lass doch die Hunde ran. Ich will gerade richtig sarkastisch werden. Dann hätte die edle Herrin wohl keinen Hexer, sondern ihre Hunde auf den Vampir hetzen sollen. Ja. Das Eis unter dir ist dünn, Hexer. Hauchdünn. Du tätest gut daran, deine Worte vorsichtiger zu wählen. Und nun zur Sache. Sagt mal, habt ihr überhaupt etwas vollbracht? Edle Herrin, offenbar hat Sianna Detlaff betrogen und benutzt, um die Ritter zu ermorden, die sie ins Exil eskortiert haben. Wir sehen uns veranlasst zu glauben, dass... Edle Herrin! Vampire! Was? Rede schon! Vampire! Greifen die Stadt an! Hauptmann de la Tour verteidigt den Platz bei der Anlegestelle! Aber so viele Tote! Selbst schuld. Verdammt! Er hat euch gewarnt. Er würde die Stadt zerstören. Wenn dieser Detlaff Krieg will, kann er welchen haben. Geralt an die Arbeit und keine Ausreden mehr. Palmerin, du... Bruxy. Bring sie hier raus. Ich glaube, wir brauchen was Vampiröl. Ja. Ich glaube, wir brauchen etwas Vampiröl. Wir haben lange Zeit tatsächlich, weil wir sowieso relativ stark sind, nicht mehr mit Ölen gearbeitet. Aber... Ach, komm schon. Jetzt greift sie doch nicht an. Wenn ihr sie angreift, geht mein Feuer weg. Da haben wir gerade eben ungefähr 300 Vampire gesehen und jetzt habe ich einen getötet. Juhu. Sianna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlaff hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit. Verdammt. Regis, du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlaff hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlaff zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlaffs Forderung erfüllen und seine geliebte Sianna befreien. Du meinst, Detlaff glaubt noch, dass Sianna unschuldig ist? Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt?
Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Schön. Du willst Sianna wirklich befreien und Detlaff ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlaff ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht in Sinn vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sianna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Hm. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Sianas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Habe ich deine Vorbehalte damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Wie würde ich Detlaff denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den ältesten und stärksten gehören. Mhm. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlaff erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlaff herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erstmal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Orianna zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön, sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Okay. Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Sianna befreien und zu Detlaff bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlaff aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlaff zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir. Oh nein, nein, was nein, nein. Ich weiß es nicht, ist gut. Versuchen wir es, Sianna zu befreien. Es kommt mir zwar verrückt vor, aber ich mache es. Ich frage Damien nach Sianna. Ich nehme an, Sianna stirbt. Dass du mich nicht betteln lässt. Immer langsam. Ich verspreche gar nichts. Ich will mir nur einen Eindruck von der Lage verschaffen. Kommst du mit? Na klar. Viele Hände erleichtern die Arbeit. Aber dass nebenbei die Stadt angegriffen wird und bald alles in Flammen steht, ist egal, ne? Das ist erstmal nicht so wichtig.